Ein Hoch auf das Leben. Wir haben mit Rhein ATV einen Ausflug gemacht über den nicht ganz großen Teich, aber doch über den Teich, nämlich nach Mallorca. Und besser gesagt nach Arta auf Mallorca. Und das hat eigentlich den Grund, dass wir hier mein neues Video drehen zu meinem neuen Titel. Ein Hoch auf das Leben, La Dolce Vita. Mallorca, die größte der Baleareninseln. Wo wurde denn da genau gedreht? An schönen Plätzen, aber nicht an so überfüllten Plätzen, sondern da, wo die Natur ist, Natur pur. Man kann sagen, im Norden von Mallorca, eben im Zentrum von Arta und rundherum. Und so Palencia zum Beispiel und dann sehr, sehr schönen Örtchen, wo man eigentlich nicht so viel Tourismus hat. Also auch kein Ballermann 6? Nee, Ballermann haben wir ausgespart, weil alle Mann am Ballermann, aber wir eben nicht, sondern wir wollten hier so ein bisschen Natur pur und eben kleine Dinge des Lebens, die das Leben so lebenswert machen. Und der Titel oder der Inhalt von Ein Hoch auf das Leben, La Dolce Vita, heißt ja, alles ist am Jammern, es geht uns schlecht, aber ich denke, es geht uns doch noch allen auf einem hohen Niveau schlecht. Also von denen es schlecht geht, geht es uns noch am besten, würde ich sagen. Und deswegen aus Schluss mit dem Jammern und ein Hoch auf das Leben ist immer noch schön und lebenswert. Und wenn man hier die Natur sieht und die Sonne, dann glaube ich, dann kommt man wieder ein bisschen so zu den Wurzeln zurück. Also wir hätten jetzt natürlich auch hier mit einem Haufen Mädels und Prunk und Protz und Champagner in Pool statt Wasser drehen können, aber das haben wir eben nicht gemacht, da wollten wir darauf verzichten. Außerdem gibt es hier viele Videos in dieser Form und Art, die auf, was weiß ich, Monaco oder sonst wo gedreht werden. Und wir wollten eben nicht den Protz und den Prunk von der Insel zeigen, den es ja durchaus auch gibt, in Palma jedenfalls, sondern wollten eigentlich so das Landleben rüberbringen und einfach so ein bisschen animieren, vielleicht mal auch nachzudenken, mein Gott, nicht nur immer jammern, sondern vielleicht die Ärmel hochzukrempeln und mitzuarbeiten, dass es uns allen wieder ein bisschen besser geht oder dass es uns weiterhin gut geht. Dummerweise habe ich letzte Woche ein paar neue Schuhe gekauft und deswegen hatte ich unheimlich viel Blasen an den Füßen und dann war das Laufen nicht gerade so, einfach, gerade so die Berge hoch und so, wo wir überall waren. Und die Hitze macht natürlich auch ein bisschen zu schaffen, da ist man ja nicht so gewohnt. Kreislauf hat nicht immer so mitgemacht, aber ansonsten hat es viel Spaß gemacht und die Zeit ist unheimlich schnell rumgegangen und wenn es an mir gegangen ist oder gehen würde, könnten wir noch eine Woche bleiben. Das Wetter war, denke ich mal, besser wie in Deutschland, aber doch auch sehr unterschiedlich. Also hier ist es ja so auf der Insel, es kann sich ja innerhalb von Stunden ändern, aber Montag hatten wir super Wetter, beziehungsweise Sonntag hatten wir super Wetter. Am Montagmorgen hat es dann ein bisschen angefangen, diesig zu werden und kamen Wolken auf, aber mittags hat es dann wieder aufgerissen. Jetzt haben wir auch noch so ein bisschen untergehende Sonne, also von allem ein Mix, aber denke ich mal, alles besser wie eigentlich zu Hause. Welcher Drehort? Kann ich so eigentlich nicht sagen. Also die Insel hat ja viele, viele Facetten und viele Gesichter und viele, die in Mallorca waren, kennen wirklich nur den Ballermann und waren noch nie in der Altstadt von Palma zum Beispiel oder in Valdemossa oder in Sollier, wo die tolle Bahn hochfährt. Also es gibt unheimlich viele Orte, die sehr schön sind. Wir hatten natürlich nicht die Zeit, alle Locations aufzusuchen, aber wir haben, wie gesagt, uns mehr so die Natur ausgesucht und da waren schon Sachen dabei. Wir waren zum Beispiel in einem Kloster, das war unheimlich toll und waren viele Locations, wo man gar nicht vermuten würde, dass man da überhaupt drehen kann. Wir sind also richtig in die Wildnis. Ja, also wir haben ein bisschen Siesta gemacht, das heißt ein bisschen uns ausgeruht und abends sind wir natürlich auch was essen gegangen und so geht die Zeit eigentlich ziemlich schnell rum. Man bräuchte eigentlich 30 Stunden und der Tag hatte leider nur 24. Wir waren also privat untergebracht in einer sehr, sehr schönen Finca, die so abgelegen war, dass man uns mit Sicherheit hier nicht gefunden hätte, wenn wir was vergessen hätten. Und wir haben zum Beispiel mal für den Dreh noch ein paar Batterien gebraucht und das waren dann einige Kilometer, die wir zurücklegen mussten bis zum nächsten Supermarkt. Aber auch das war wieder eine tolle Erfahrung und hier war Natur pur. Man hat nachts also bei offenem Fenster die Glöckchen der Schafe auf dem Nachbargrundstück gehört und das hat man, glaube ich, im Rhein-Ahr-Gebiet nicht so oft. Es gab natürlich noch einen Auftritt, auch da haben wir ein bisschen gedreht und zwar in einem 5-Sterne-Hotel und auch das war hier in Arta, das gehört einem deutschen Schauspieler und ich muss sagen, auch top gepflegt und unheimlich super, ganz individuell und schick eingerichtet und da haben wir dann auch am Sonntagabend eine Show gehabt, beziehungsweise gleich zwei, erst ein bisschen international und dann meine deutschen Schlager und es hat sehr viel Spaß gemacht, ganz gut angekommen und es zeigt, dass der deutsche Schlager nicht nur am Ballermann hier auf Mallorca zu Hause ist.
Die Leute haben natürlich erstmal gefragt, was wird da gemacht und wer seid ihr? Und dann haben wir gesagt, deutsches Fernsehen, wir drehen einen Videoclip und so, ja, wer ist das denn? Und dann waren natürlich unheimlich viele Spanier da und Engländer und blöd ist es nur dann, wenn die Leute einfach dann stehen bleiben und schauen einfach nur und gucken viel. Wenn, dann sollen sie eben mitmachen oder vorbeigehen oder ganz normaler Alltag soll dargestellt werden. Also ein paar Mal musste man dann abbrechen und wieder neu anfangen, aber im Großen und Ganzen war es alles ganz reibungslos. Wir hätten natürlich auch in die Fußgängerzone von Palma gehen können, aber ich habe es kurz gesehen und wir wollten ja einfach ein bisschen anders sein. Die Mallorquiner denke ich mal nicht, wobei viele meiner Songs, zum Beispiel die Spanische Nacht, auch hier auf Mallorca hoch und runter gelaufen sind. Beim Mallorca Radio zum Beispiel, es gibt hier ein deutsches Inselradio, es gibt die Mallorca Zeitung, da war natürlich auch ein Artikel drin. Und wie gesagt, viele meiner Songs sind auch hier gelaufen, weil ich ja immer so ein bisschen spanische Elemente in den Songs drin habe. Bei vielen Titeln habe ich Flamenco-Elemente drin und so. Und insofern ist dann schon ein Bezug zu Mallorca drin. Wobei ich sagen muss, meine Anfänge so in den 80ern waren hier auch am Ballermann. Also ich habe hier dann auch mir schon manche Nacht um die Ohren geschlagen. Ja, also jetzt kommt erstmal die Single raus in wenigen Tagen und dann soll in wenigen Wochen auch das Album folgen. Ich hatte jetzt 5 Jahre kein Album mehr am Markt. Das liegt aber daran, dass sich eben der Tonträgermarkt derart verschlechtert hat, dass es gar nicht mehr so einfach ist, eben eine Firma zu finden, die mit einem ein Album produziert. Das lag also jetzt nicht an mir oder an mangelnden Ideen, sondern wir haben einfach keinen Partner gefunden. Inzwischen haben wir wieder eine tolle Firma, die jetzt also ein Album rausbringt. Außerdem wird das Video, was wir dann jetzt mit RheinATV produziert haben, bei vielen Sendern laufen, in Österreich, in der Schweiz und natürlich auch hier in Deutschland, auf Premiere zum Beispiel und bei vielen kleineren Sendern, aber auch, denke ich mal, bei MDR oder auch bei den Kollegen von den anderen privaten kleinen Sendern in Rheinland-Pfalz. Und insofern, denke ich, werde ich dies ja noch einiges zu tun haben. Habe auch wieder den ganzen Herbst eigentlich wieder viele Termine, das heißt, die Wochenenden im Herbst sind eigentlich alle weg. Ja, es gibt ja inzwischen schon mehrere Videoclips, die hier mit RheinATV ja schon das dritte. Es gab ja Bin verliebt, Hallo Weihnachtsmann und jetzt eben La Dolce Vita, ein Hoch auf das Leben. Und wir haben uns überlegt, das Ganze vielleicht jetzt mal auf eine DVD zu packen und das wird man dann demnächst auch eben erwerben können. Und Näheres gibt es natürlich auf meiner Homepage www.peterraphael-zusammengeschrieben.de. Ja, wie immer, mein Lieblingsteam. Ne, es war natürlich toll und konnten ja nicht alle vom Team mitfahren. Wir wären natürlich am liebsten alle mitgefahren, hätten einen richtigen Betriebsausflug gemacht, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Natürlich gibt es manchmal Dinge, die kann man nicht so von vornherein proben oder festlegen. Also man muss da auch ziemlich flexibel sein. Es waren auch manche Locations, die waren dann nicht so geeignet für den Dreh und andere, die waren vielleicht zu weit weg, weil die Insel ja doch ziemlich groß ist. Also man hätte eigentlich locker hier eine Woche drehen können. Ob es dann noch besser geworden wäre, weiß ich nicht, aber ich bin super zufrieden mit dem, was ich bisher gesehen habe. Und wenn es Ihnen, wenn es euch gefällt, liebes Publikum, liebe Zuschauer, dann sind wir natürlich top zufrieden. Und ja, bin froh, dass mein Heimathafen, sprich mein Lieblingsteam von RheinATV das Ganze gedreht hat.